Hi Leute, willkommen zurück zu Westeros Total War with mit House Baratheon von Sturmcup. So, ja, heute auch mal endlich wieder. Warum, was war los? Ich wollte doch eigentlich wieder mehr Videos bringen, ne? Folgendermaßen, am Montag hatte ich keine Zeit mehr, weil Mittagsschule und so, und Sonntagabend konnte ich auch nichts mehr aufnehmen. Und am Dienstag meine ich natürlich, habe ich gedacht, mein Mikrofon wäre im Arsch, aber das ist es doch nicht. Es ist nur auf das andere Seite so ein Stecker raus. Das ist mir dann erst jetzt aufgefallen und jetzt, war doof. Aber der war auch so ganz leicht nur raus und ja, es war ziemlich dumm. Also das hat man gar nicht gesehen, wirklich. Und dann, ja, egal. Jetzt sind wir aber wieder zurück hier in Westeros und wir müssen noch ein bisschen was an Kriegen führen. Wir haben ja gerade auch Krieg hier oben mit den weißen Wanderern, wo schon wieder hier eine Armee rumsteht, aber die haben ja da sogar tatsächlich weiße Wanderer dabei, eine Einheit. Naja, solange sie nirgends angreifen, muss ich das auch nicht unbedingt tun, gell? Wir können uns ja teleportieren. Und hier unten haben wir jetzt eben die Frage, wie machen wir das hier? In Goldzahn wollen wir da angreifen oder nicht? Das ist halt so momentan ein bisschen die Frage, gell? Ich wäre ja eigentlich dafür, dass wir jetzt hier irgendwie die Armee auch noch bewegen. Die Armee von Kränen ist vielleicht auch wegbewegen. Und mal hier drüben so ein bisschen angreifen. Ein bisschen verstärkter. Ich denke, die Armee von Renly können wir auf jeden Fall mal hier rüber schicken. Die sind ja echt gute Truppen. Ups, die hätte ich vielleicht nicht unbedingt da durchschicken sollen, aber okay, naja. Wird die jetzt auch nicht umbringen. Wie sehr mag mich eigentlich Haus Tully? Verlässlich, Beziehungen vernünftig. Ja gut, das hört sich doch gut an. Und solange ich eben hier auch gegen ihre Feinde Krieg führe, ist ja eigentlich alles gut. Ja, wie viele Gebiete hat eigentlich Haus Lannister noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, langsam aber sicher wird es echt eklig für die. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, wir greifen jetzt hier an. Kümmern uns mal um Goldzahn, weil sobald Goldzahn hier das erledigt ist, können wir ja hier Southfeld angreifen. Das ist wahrscheinlich besser für uns. Greifen wir mal an. So. Dann kümmern wir uns mal darum. Ja. So eine andere Frage heute ist ja der 23. Digga. Was für einer krassen Weihnachtsstimmung seid ihr momentan? Also bei mir hält sich irgendwie in Grenzen, teilweise schon, teilweise irgendwie nicht. Ja. Gestern war ja am Dienstag, war ja unser letzter Schultag und da gab es dann so ein bisschen Weihnachtsmusik und ein Schulgottesdienst und so, und da war schon irgendwie die Weihnachtsstimmung schon da, ja. Aber so momentan so eigentlich eher irgendwie weniger. Ich finde es eh schwierig in der Schulzeit, ja. Da bis praktisch zu den Ferien hin, da hat man eh anderes, viel, viel anderes zu tun. Hat die ganze Zeit irgendwie an Schule zu denken und dann ist plötzlich Weihnachtsferien und dann ist man aber irgendwie noch gar nicht so richtig in dieser Weihnachtsstimmung drin. Ich weiß gar nicht. Weiß nicht. Irgendwie ist das ein bisschen schade. Ich freue mich aber auf den Gottesdienst am Heiligabend, also morgen. Da gehe ich immer hin. Das ist immer toll, weil unser Pfarrer ist eh richtig genial. Der fängt da mitten in seiner Predigt irgendwann mal an mit Herr der Ringe oder so. Das ist halt schon cool, gell? Hat er auch schon mal gemacht. Also der ist echt klasse. Ein sehr gebildeter Mann und wirklich, wirklich, wirklich klasse. Ach ja, falls die Katholiken sich jetzt gleich aufregen, das kann niemals ein katholischer Pfarrer sein. Ja, es ist auch kein katholischer Pfarrer, ich bin nämlich Protestant. So, aber das würde mich mal interessieren, wie ist das bei euch so? In was für einer weihnachtlichen Stimmung seid ihr oder seid ihr eben auch nicht? Ja? Das wäre mal so die erste Frage. Und dann die zweite, was macht ihr so an Weihnachten? Geht ihr in die Kirche oder nicht? Juckt es euch überhaupt nicht? Ja? Oder wie ist das bei euch? Des Weiteren, noch ein anderes Thema, das ich auch immer sehr interessant finde, Geschenke. Ja? Ist es eigentlich so notwendig, dass man jedem an Weihnachten Geschenke kauft? Also ich muss sagen, so eine Kleinigkeit ist ja okay, aber manche Leute übertreiben es ja schon heftig. Ja? Und ich finde vor allem für Kinder ist das schon eine schöne Sache. Ja, ich bräuchte mittlerweile eigentlich nichts mehr, vor allem
haben meine Eltern und ich eigentlich das, was wir brauchen, auch schon alle. Und deswegen ist es ja auch immer ganz schwierig, irgendwas zu finden, was man dann als Weihnachtsgeschenk kauft. Ich weiß nicht, meine Mutter kam dieses Jahr her und hat gemeint, ah ja, hier gibt's das Parfüm so und so, das findet sie ganz toll, ob ich ihr das zu Weihnachten schenken könnte. So nach dem Motto, ich soll, ja, okay, machen wir sofort, klar, mach ich das, ja. Für meinen Vater haben wir eine Kaffeemaschine, ne, für die Firma, weil die eine ist ein bisschen, keine Ahnung, jetzt so der Oberhammer und dann einfach ein bisschen eine bessere halt, ja, weil er halt viel Kaffee trinkt und ja, da werde ich jetzt halt, oder bin ich jetzt halt auch mit eingestiegen in die Kaffeemaschine sozusagen. Dann hat sich das Thema für mich schon erledigt, aber manche übertreiben es da ja echt wirklich hart, ja. Und weiß nicht, ich finde, man muss sich auch ein bisschen drüber freuen, auch über das, was man geschenkt bekommt. Ja. Das ist so eine ganz wichtige Sache, finde ich. Also da darf man dann nicht sagen, das ist ja scheiße. Man sollte sich wirklich ernsthaft darüber freuen und ja. Egal, was es eigentlich ist, ja. Außer es ist Schrottwichteln, das ist was anderes, ja. Aber, das ist so ein bisschen, finde ich, halt einfach, gehört einfach dazu. Und, ja, ich finde es auch nicht so schlimm und klar, dass da viel, viel Kommerz bei ist, um die Weihnachtszeit ist ja klar, aber warum auch nicht, ja. Kann ja so sein. Ich finde es jetzt, das stört nicht, man braucht da ja nicht unbedingt mitmachen, wenn man es nicht möchte, ja. Und so ein Weihnachtsmarkt oder so ist ja toll. Ich meine, wir waren ja, habe ich ja erzählt, mit der JU haben wir ja einen Weihnachtsmarktstand gehabt und das war eine ganz klasse Sache. Wir rücken jetzt hier vor, ich habe jetzt keinen Bock auf besinnliche Weihnachten hier in Westeros, ja. Deswegen Attacke, ja. Ne, auf jeden Fall, das war auch eine coole Sache und ja, war nett. Ich meine, okay, das war nur so ein kleiner Dorfweihnachtsmarkt, aber trotzdem war toll, hat Spaß gemacht und ja. Was gibt's noch an Weihnachten? So, jetzt haben wir Geschenke durch, ja, jetzt haben wir Gottesdienst, ja, nein durch. Wir haben, ob wir schon in Weihnachtsstimmung sind, ja, nein durch. Was fehlt jetzt noch? Mal überlegen. Ja, was gibt's denn noch so Wichtiges an Weihnachten, über das man reden könnte? Ja, übers Essen. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Da gibt's dann an Weihnachten, gibt's dann was richtig Leckeres zu essen. Interessanterweise ist das, glaube ich, das einzigste Fest im Jahr, an dem es Knödel gibt. Meine Mutter wollte sie dieses Jahr nicht machen. Da habe ich gesagt, nein, Weihnachten ist gleich Knödel. Ja. So wie Silvester übrigens Raclette ist, aber egal. Und das ist ja erst noch in der Woche oder ja, fast eine Woche. Silvester. Oh, das wird ein elendiges Besäufnis, sage ich auch. Oh je. Ja, ich gehe da übrigens zu Heiko und ein paar andere Leute kommen natürlich auch noch. Also wir machen keine Zwei-Mann-Gay-Show oder so. Ich glaube, Chrissy kommt sogar auch. Ja, so eine Drei-Mann. Nee, Spaß. Nee, also das wird sicher ganz, ganz nett. Letztes Jahr war schon Hardcore. Und dieses Jahr wird es mit Sicherheit auch toll. Von dem her, ja, mal abwarten. Und wir kämpfen jetzt hier mal gegen die Leibwache des Generals. So. Ich schenke hier dann mal die Speerträger noch dazu, die schaden da auch nicht an der Stelle hier. So. Ja, aber nee, was gibt's bei euch an Weihnachten zu essen? Wisst ihr, was gerade peinlich ist? Ich weiß es nicht mal, ja. Das ist gerade richtig bitter, aber ich weiß, kann es euch gerade echt nicht sagen. Die Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft, schicken wir da gerade mal noch eine weitere Einheit Speerträger mit ins Gemetzel hier. Und schicken dann die Schwertkämpfer hier mal in die vordere Reihe. So. Das war gut. Wir haben den Schweine unser Halle geschenkt. Ah, sind die Reiter auch noch an meinen Speerträgern vorbeigeritten und total auf meine Schwertkämpfer drauf. Wundervoll. So. Ja, aber das weiß ich gerade wirklich nicht. Ich glaube, es gibt irgendwie irgendein leckeres Fleisch halt. Aber mehr kann ich gerade euch auch nicht sagen. Das ist irgendwie bitter. Ich weiß es gerade ums Verrecken wirklich nicht. Das ist ja echt heftig, ja. Kannst du euch gerade wirklich nicht sagen. Aber sagt mal, was gibt's bei euch denn zum Essen? Das würde mich mal interessieren.
Und geht ihr dann irgendwo hin? Das ist auch immer so eine Sache, geht ihr irgendwo hin am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag zur Verwandtschaft oder kommt Verwandtschaft zu euch? Bei uns ist dieses Jahr eigentlich da gar nichts geplant, weil wir waren erst jetzt am 4. Advent bei Verwandten und auch jetzt am 3. Advent und am 4. Advent waren wir jeweils, genau, einmal am 3. und einmal am 4. Advent. So rum war's. Von dem her haben wir da eigentlich dieses Jahr nicht so wahnsinnig viel. Weiß gar nicht, warum man das dieses Jahr so gemanagt hat. Verstehe das immer noch nicht so ganz, aber warum auch nicht, gell? Aber würde mich mal wirklich interessieren. Ja, es würde mich interessanten, was ihr so macht. Interessieren natürlich. So. Naja, das Gefecht läuft ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen, oder? Also bis auf den einen Kavallerieansturm ist das eigentlich echt eine tolle Sache hier bisher. Lebt da der General noch? Ne, das war der eine, den wir gekillt haben, oder? Ja. Ritter der Westerlande haben wir jetzt gerade heftig erledigt. Ha? Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Ah, das ist der Hauptmann noch so. Und brecht den Kampfgeist, mächtiger Herr im Himmel! Wir haben den feindlichen General gefangen! Das wird den feigen Hund lehren. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Oh, hier hinten könnten wir Bogenschützen gebrauchen, auf jeden Fall. Und ich hoffe ja, dass wir die ganze Armee erledigen, weil dann können wir die Stadt nämlich erobern, die Burg besser gesagt. Wenn fast alles hier gekillt wird. Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen. So, greifen wir da mal die Helmbardenträger an, da die Sperrmiliz an. Ist erstmal wichtiger, die Reiter kriegen wir eh nicht. Und ist alles so wild, wenn da zwei Reiter überleben oder so. In der Richtung irgendwas. So. Haben wir die jetzt auch endlich mal zur Strecke gebracht da hinten? Nein, noch nicht. So, jetzt hier Bogenschützen. Gut mal eure Sache, euren Job hier. Gegen die Piken. So, gut, dann können wir das Ganze jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen vorspulen, glaube ich. Was machen die denn eigentlich? So, wunderbar macht er das jetzt. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben. Und die Kaff schicken wir auch mal schon mal hierher. Position, ah ja, wunderbar. Das war die feindliche Bogen, die feindlichen Piken waren das jetzt. So. Toll. Das ging ja schnell hier. Voll die Pikenierspur hier hinterlassen. Ja, 145 Mann ist voll okay. Das passt auf jeden Fall. Aber wir haben irgendwie ewig gebraucht für die Schlacht. Ich weiß gar nicht, warum. Am Anfang ging es halt eine Weile. Aber, naja. Schon okay. Wir richten die Feinde hin. Wenn da jetzt jemand überlebt hat, dann kotze ich. Nee, okay. So, und dann erobern wir mal die Stadt mit Ausrauben. So, und hier können wir mal ganz kurz so machen. Ein bisschen M drücken hier. So, und dann können wir uns eigentlich mal darauf gespannt sein, was in der nächsten Runde so passiert. Was mich gerade interessiert, die ganzen Gebiete hier oben haben auf jeden Fall mal eine Mauer. Das ist wichtig. Weil dann können sie nicht in einer Runde von denen erobert werden. Alles andere wäre echt nicht so.
Super, weil dann müssten wir dann die Stadt erobern und die irgendwie halten und das wäre auch nicht so toll. Aber ich glaube, die Armeen spawnen eh immer hier vorne bei der Faust der ersten Menschen. Das ist dann auch nicht so schlecht, wenn wir dann irgendwann mal mehr Truppen noch übrig hätten oder sowas, weil wir kriegen jetzt ja auch mehr Geld, wenn wir hier wieder weitere Städte erobern, ist ja klar. Wo haben wir eigentlich unser ganzes Geld hin verpulvern, wenn ich mal fragen darf? Hätten wir bauen irgendwo was richtig heftig teures? Naja, wahrscheinlich. Aber passt schon. So, dann beenden wir einfach mal ganz nett die Runde hier. Und ja, schauen wir mal weiter, wie es hier so abgeht. Ja, diese Diplomaten regen mich auf. Eigentlich würde ich jetzt echt mal gerne diese eine Sache ausprobieren, wo man dann die umstellen kann und die dann sterben. Aber manchmal fehlen mir dafür sogar die Truppen. Naja. Ist jetzt auch nicht so unbedingt überlebenswichtig hier. Können wir hier schon irgendwelche Bauern oder so rekrutieren? 8 Runden brauchen die noch. Ugh. Reparatur abgeschlossen, Bäckerei. Aha. Die müssen immer noch repariert werden. Also wir haben echt irgendwo richtig, richtig teuer was gebaut, oder? Haus Tyrell ist die fortschrittlichste Seite, ist interessant. Irgendwie gefällt mir dieses Steintal von Haus Tyrell mitten in unserem Gebiet gar nicht. Also ich weiß nicht. Und Ashford könnte man eigentlich auch bekommen. Wird es besser aussehen. Aber nee, ist ja unser Verbündeter und das passt ja auch so. Ist mir eine Ehre, mein König. So, hätte ich das damals schon gewusst, dann hätte ich lieber mit Stannis so viel erobert und nicht mit Renly. Ja. Wäre irgendwie auch cool gewesen. Euer König wird sich gut auf einem Pfahl machen. Ganz gute Armee, glaube ich, hier. So, und dann würde ich mal fast vorschlagen, dass wir hier hingehen, mal noch 2 so Einheiten bauen. Und uns hier dann schon mal verkrümeln. Natürlich. Tschüss. So, und die Armee könnten wir jetzt natürlich mal hier hinschicken. Nach Königsmund und dann schauen wir mal, was wir mit denen machen. Meine die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht hier, die Truppen. Vor allem diese Eisenspeier sind ja ganz nett. Wie ihr wollt, mein König. So, und dann schauen wir mal da oben, ob da irgendwas geht hier gerade, von wegen Belagerung oder so, was in der Richtung. Eigentlich wäre es gut, wenn wir das ganze Gebiet erobern würden, dann hätten wir da kein Problem mehr. Ja, aber, naja, auch nicht ganz so wichtig. Schade, dass wir hier oben keine Söldner rekrutieren können, das braucht man nämlich irgendwann neue Truppen für da oben. Aber wir können ja auch noch aus 3 Armeen Truppen schicken, also so ist ja auch wieder nett. Und die fehlt euch. Übergebt mir eure Länder. Ja. Das macht es einfach. Dann beenden wir die Runde kurz. Oh. Ja, wer ist da gerade krepiert? So. Ja, ich weiß, dass ihr jede Runde versucht, mich zu bestechen, aber nee. Die wollen halt einfach nicht. Gewöhnt euch dran. Denen gefällt es einfach unter mir viel besser als unter euch. Also ist natürlich mal wieder so richtig Lannister-mäßig, gell? Immer versuchen, bestechen, bestechen, bestechen die ganze Zeit. Eigentlich auch witzig. Südschild, den Hafen blockieren. Ja, nee, mit welcher Flotte denn bitte? Ja, hier werden wir uns irgendwann mal kurz ein bisschen, müssen wir uns ja eh durcherobern und dann kommen ja jetzt hier noch 1, 2 Städte und dann sind wir ja nur noch an Küstenprovinzen dran. Da brauchen wir ja dann eine kleine Flotte, um Schönburg und Südschild zu erobern. Gehört eigentlich Südschild zu Südinseln, gehört das eigentlich zur Weite normalerweise oder also zum Haus Tyrell oder zu Lannister, ich glaube. Ja, ich glaube schon zu Haus Tyrell, weil das ist ja auch noch die Weite hier. Aber ich finde, das Haus Tyrell hat eigentlich jetzt echt einen guten Job gemacht. Die haben einige Provinzen hier wieder zurückerobert. Aber ja, können ruhig noch ein bisschen mehr erobern. Rallenhall zum Beispiel oder Südschild. Das können die alles haben, das brauche ich alles nicht. Und hier können wir weiter fortbilden. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Dafür brauchen wir echt viel Kohle. Belassen es, ist mir eine Ehre, mein König.
Voller Stolz, mein König. So. Wohin geht es? Ja, aber okay. Königsmund ist schon brutal reich, obwohl es nur auf dem niedrigsten Steuersatz ist, gell? Das ist schon heftig. Jetzt bauen wir hier ja auch noch eine volantische Kaserne, das heißt, wir können da auch noch bald diese volantischen Truppen ausheben, die ja auch nicht schlecht sind. Und reparieren können wir natürlich auch noch ein bisschen was, wobei, nee, das wollen wir ja nicht reparieren. Aber das findet man nicht genau, das haben wir ja nicht gefunden zum Abreißen. So war es, hab ja schon ewig lang nicht mehr da reingeguckt. In Königsmund, aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Wäre eh viel zu teuer für uns, momentan haben wir eh keine Kohle. Ich würde echt mal interessieren, wohin die Kohle eigentlich überall geflossen ist. Das wäre echt mal interessant. So, Kyras Deadmon. Oh fuck, aber die haben jetzt nichts da oben erobert, oder? Oh ne, Gott sei Dank nicht. Ja, nehmen wir den mal an. Die chillen gerade ein bisschen, die weißen Wanderer, die haben keinen Bock mehr. Auch gut. So. Wo ist denn eigentlich der eine Typ hier jetzt hin, den wir gerade verheiratet haben? Na ja, okay, bis wir den... Ah! Von Darien. Okay. Schicken wir den einfach mal nach Königsmund und machen dann hier... Was können wir hier machen? Ah! Wunderbar, die haben ihre Truppen nach Goldstein, hier über Horntal nach Goldstein geschickt. Das heißt, für uns Sarsfeld ist jetzt eigentlich auch so gut wie... Wie frei, wir lassen die 47 Waffenknechte mal hier und belagern gleich mal Sarsfeld. Können das dann eigentlich auch nächste Runde erobern. Ich glaube, das lasse ich mal noch über mich gehen kurz. Die nächste Runde machen wir noch kurz. Ja, warum auch nicht. Unsere Truppen gehen an Land, mein Herr. So. Und dann ist es eigentlich auch schon fast dieser Part dann vorbei, ne? Sobald wir Sarsfeld erobert haben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich über eure Antworten zu den Fragen von der Schlacht am Anfang zu Weihnachten so ein bisschen freuen, wenn ihr da ein bisschen was schreiben würdet. Und vielleicht fällt euch auch noch ein anderes Thema ein. Aber ja, würde mich einfach mal freuen, wenn ihr da ein bisschen was mir schreibt. Kann mir dann auch gerne nochmal aufnehmen in einem nächsten Video, wenn da ein paar Kommentare zu gibt. Und dann können wir das mal uns noch ein bisschen drüber diskutieren vielleicht sogar, weil das nächste Video von Westeros soll ja rein theoretisch am ersten Weihnachtsfeiertag kommen. Hier ja, probieren wir jetzt mal kurz noch diesen Angriff. Jetzt machen wir aber hier mal einen Zwischenspeicher und schauen uns die Verluste an und je nachdem entscheide ich dann, ob wir das hier nehmen oder nicht, gell? 21 ist okay. So. Ja, und das... What the fuck, geht unsere ganze Kohle hin? Immer noch nicht in die volantische Kaserne, die kostet 15.200, ist ja krank. Aber hier hinten wurde jetzt endlich mal was ausgebaut, da oben wird es jetzt auch repariert, ja gut, okay. Ja, die ganzen Sachen hier, die Mühle brauchen wir auch nicht reparieren, das bringt's nicht. Aber die anderen Sachen sind ganz gut, wenn wir die repariert bekommen. Ja gut, also auf jeden Fall, das war dann... Ah, hier wurden Sachen gebaut, okay. Jetzt wissen wir das auch mal. Der Rekrutierungsbericht hilft uns dann irgendwann bei, gell? Ja, ist gut zu sehen. Das Ganze dann hier. Und ja, würde mich freuen und dann wünsche ich euch einen schönen Heiligabend morgen dann und besinnliche Weihnachten, falls ihr nicht mehr reinschauen solltet, erstmal bis nach Weihnachten in meine Videos. Und... Dann bis zum ersten Weihnachtsfeiertag hier in dem Projekt und bis Heiligabend, beziehungsweise bis Mittwoch einfach erstmal, Donnerstag meine ich, bis Donnerstag, wenn dann wieder Alexander Tolvor kommt, würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Bis dann, ciao Leute!